Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu Spiel, Spaß, Spannung und Schmerz, den ihr hoffentlich nicht am eigenen Leib erfahren musstet mit CD Projekt bzw. der CD Projekt Aktie. Ist jetzt der dritte Akt, den ersten Akt, den habe ich hier eingeleitet, als ich die Aktie zum ersten Mal analysiert habe. Das war am 28. November, noch nicht allzu lange her. Bevor es im Karton gerappelt hat, gucken wir uns gleich an. Ich habe die Aktie damals schon als Zockeraktie bezeichnet. Ich weiß, es sind nicht alle einverstanden damit. Ich erkläre deshalb gerne erneut, wann eine Zockeraktie ist, warum es Sinn macht, mal mit so einem Begriff auch nach draußen zu gehen. Ich erkläre auch ein bisschen noch, warum der Markt nicht verrückt ist, warum oder wie es sein kann, dass CD Projekt 13 Millionen Exemplare verkauft innerhalb von 10 Tagen, Rekorde reißt und der Aktienkurs nicht in die Höhe schießt, sondern weiter fällt. Habe ich da den ein oder anderen Kommentar gelesen, der nahelegt, Mr. Market sei unzurechnungsfähig. Das ist nicht der Fall. Also los geht's. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Hier geht es eigentlich um Aktien, die sich etwas stabiler und zuverlässiger entwickeln als die von CD Projekt. Aber ja, ihr habt es nicht anders gewollt. Das Interesse ist da. Und um zu vermeiden, dass der Schmerz noch breiter wird, machen wir jetzt dieses Video. Ja, ich habe das Ganze auch hier nochmal CD Projekt Aktie, die Wahrheit tut weh, in einen Blogartikel gegossen. Das Bild fehlt noch, kommt aber bald. Das heißt, ihr könnt hier nochmal nachlesen. Wird im Zweifelsfall sogar detaillierter sein als das, was ich in dem Video zu euch sage. Ja, CD Projekt, wann ist eine Zockeraktie eine Zockeraktie? Beziehungsweise wann ist eine Aktie eine Zockeraktie? Also, was man hier erstmal verstehen sollte, ist, dass Zockeraktie nicht abwertend gemeint ist. Zockeraktie heißt nicht, das Unternehmen ist eine Zockerbude, die morgen vielleicht schon pleite sind. CD Projekt ist ein solides Unternehmen. Die werden nicht pleite gehen, selbst wenn Cyberpunk 2077 der absolute Flop sein sollte. Was es ja jetzt bereits nicht ist, die haben ja die Kosten schon eingespielt, allein durch die Vorbestellungen. Und jetzt kamen nach den 8 Millionen Vorbestellungen nochmal 5 Millionen drauf. Das heißt, die machen mit Cyberpunk 2077 ordentlich Gewinn. Betriebswirtschaftlich gesehen, aus Aktionärssicht sieht es ganz anders aus, komme ich noch drauf. Allerdings ist die fundamentale Entwicklung von der Aktie unberechenbar. Deshalb habe ich mir auch die Freiheit erlaubt, am 28. November zu sagen, das ist eine Zockeraktie, ein Zock für Hartgesottene. Gucken wir nochmal drauf, was denn wirklich passiert ist. Hier TradingView.com. Hier war die Analyse am 28. November. Dann ging es erstmal 30% nach oben innerhalb von 10 Tagen und dann um 47% und knapp die Hälfte nach unten innerhalb von 11 Handelstagen, wenn ich es hier richtig gezählt habe. Und das ist genau das, was eine Zockeraktie auszeichnet. Hohe Chancen bei hohem Risiko und in welche Richtung es geht, kann man nicht so wirklich sagen. Jetzt könnte man argumentieren, ja, es gibt ja auch andere Aktien, die stark gefallen sind. Das kann bei jeder Aktie passieren. Stimmt auch. Wir erinnern uns an Johnson & Johnson beispielsweise, als das asbestverseuchte Babypulver wieder hochkochte, ist der Aktienkurs innerhalb eines Tages um 20% knapp gefallen. SAP ist vor kurzem um knapp 20% oder sogar ein bisschen mehr als 20% innerhalb eines Tages gefallen. Fresenius hat sogar mal um rund 40% innerhalb weniger Tage erwischt. Das kann also immer passieren. Ist also jede Aktie eine Zockeraktie? Nein, weil die Wahrscheinlichkeit bei den Aktien, die ich jetzt gerade eben genannt habe, eines starken Kursverfalls sehr niedrig ist und vor allem, man kann es nicht ankündigen. Und weil die Wahrscheinlichkeit einfach so niedrig ist, es gibt nicht dieses eine Event, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine starke Kursentwicklung in die eine oder andere Richtung auslösen wird, so wie ich das ja auch richtig hier, und es war keine Kunst, geschrieben habe, dass es wahrscheinlich passieren wird. Ich habe auch hier gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber dass wir starke Kursausschläge vorhersehen, hopp oder top, das war bei CD Projekt vorherzusehen. Warum?
weil es ein One-Trick-Pony ist. Auch der Begriff gefällt nicht jedem, ist aber trotzdem so. Und ich habe das Ganze hier auch nochmal im Artikel verdeutlicht. Die haben zwar zwei Segmente, CD-Projekt, aber dieses COCCOM spielt keine Rolle. Die machen nämlich kaum Gewinn. Das ist der Operating Income. Der ganze Gewinn wird über die Entwicklung, anschließende Vermarktung der Computer, der eigenen Computerspiele generiert. Das seht ihr hier oben. Ne? Die Zahlen sind viel größer als die da unten. Und ihr seht auch hier den Charakter von so einem AAA-Artikel, Titel, wie er denn zu dem Gewinn beiträgt. Da wäre es nämlich dann der Launch-Year, das erste Jahr, da wird am meisten abverkauft. Und dann geht es halt nach unten. Wir haben hier in 2019 nochmal so eine Wiederbelebung von The Witcher 3 dank Netflix. Die haben ja dann eine Serie gedreht und veröffentlicht zu The Witcher 3 und einer Portierung auf Nintendo Switch von The Witcher 3. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, dass hier das Net Income weit und in 2019 weit unter dem von 2015 lag. Umsätze, Margen und so weiter auch. Das erzählt euch alles, wenn ihr das hier anschaut und dann so das Geschäftsmodell noch seht, dann wird das alles klar, wie so die Entwicklungen sind. Ihr seht auch, dass die Margen fallen. Warum? Weil dann rabattiert werden muss. Das heißt, die Spiele werden dann günstiger. Natürlich sinken dann auch entsprechend die Margen. Deshalb One-Trick-Pony und Johnson & Johnson, Fresenius, SAP, das sind halt so nicht One-Trick-Ponys in dem Sinne. Insbesondere nicht in dem Sinne, dass man immer ein Produkt quasi entwickeln muss und dann abverkaufen und sich das dann verlebt und dann das nächste Produkt entwickeln muss, um das vorherige Produkt quasi abzulösen als alten Umsatzbringer. So läuft das halt bei den anderen Unternehmen nicht. Und deshalb entwickeln sich die anderen Unternehmen eben auch stabiler. Und wenn da mal die Kurse einbrechen, was auch passieren kann, dann ist irgendwas Blödes passiert, aber es war so nicht vorhersehbar, war ohne Ansage. Also es war keine Ansage, ob die Kurse jetzt ganz stark ausschlagen werden in der nächsten Zeit. Jedes Unternehmen kann massive Probleme kriegen. Denken wir nur an die IT, wenn da jetzt zum Beispiel irgendeine Ransomware ihr Unwesen treibt und zentral oder kritische Geschäftsbereiche nicht mehr arbeiten können, na klar, dann haben sie natürlich massive Probleme und dann rauscht der Aktienkurs auch nach unten. Das ist dann Shit Happens, das ist das Restrisiko, das habt ihr überall bei jedem Aktieninvestment. Aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Eintritts ist A niedrig und B völlig unvorhersehbar und das ist eben bei CD Projekt beispielsweise nicht gegeben. Kommen wir mal zum nächsten. Wenn wir hier den Chartverlauf angucken, dann habt ihr ja vielleicht noch, wenn ihr euch von der Aktie oder um die Aktie interessiert, hier die Meldung im Kopf von den 13 Millionen verkauften Stücken. Das sind Rekorde. Das ist das bestverkaufte Spiel, der bestverkaufte Verkaufsstart definitiv im Jahr 2020. Ob es der aller Zeiten ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das bestverkaufte Role-Playing-Game aller Zeiten wahrscheinlich. Und dann haben wir hier aber keinen freudigen Kursanstieg, wie der ein oder andere vielleicht erwartet hat, sondern wir haben ja sogar nochmal dann ein Gap nach unten gehabt. Das heißt, die Aktie ist nochmal gefallen. Da habe ich dann auch Kommentare rausgelesen, ob denn jetzt Mr. Market irgendwie unzurechnungsfähig sei. Und dem ist nicht so. Denn ihr müsst ganz klar unterscheiden zwischen der betriebswirtschaftlichen zwischen der betriebswirtschaftlichen Sicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Aktionärssicht. Betriebswirtschaftlich ist Cyberpunk 2077 ein Erfolg. Kompletten Kosten wurden eingespielt mit den 8 Millionen Stück. Vorbestellung bereits, jetzt nochmal 5 Millionen drauf. Das sorgt jetzt alles für steigende Gewinne. Soweit, so gut. Aktionärssicht sieht anders aus. Hier wird was eingepreist, hier wird bewertet und der Markt ist nicht, oder der Markt ist davon ausgegangen, also hat höhere Benchmark, eine höhere Erwartung gehabt. Ich habe hier die einzelnen Zahlen aufgeschrieben. Der Markt hat nicht erwartet, dass innerhalb der ersten 10 Tage 13 Millionen Stück abverkauft werden von Cyberpunk 2077. Der Markt hat im Durchschnitt erwartet, und das sind dann die Analysten, dass 16,4 Millionen Stück abverkauft werden. Und der Markt hat also deutlich mehr erwartet. Der Markt wurde enttäuscht. Insofern erklärt das, dass dann die Aktie nochmal nach unten weggesackt ist.
Wir haben dann hier das Ganze nochmal stehen in einzelnen Zahlen. Man hat vorher gedacht gehabt von den Analysten her, dass im Jahr 2020 zwischen 18 und 25 Millionen Stück von Cyberpunk 2077 verkauft werden. Realistisch sind jetzt nur noch 14 bis 16 Millionen Stück. Also die Erwartung muss nach unten geschraubt werden. Insofern ist schon nachvollziehbar, dass dann der Aktienkurs nochmal ein Stück eingebrochen ist, weggesackt ist. Ich möchte an der Stelle jetzt hier gar nicht auf die weiteren Probleme eingehen von CD Projekt. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, was das jetzt alles nach sich führt, dass das Spiel momentan je nach Plattform mehr oder weniger verbuggt bzw. spielbar ist. Es werden sich Folgeprojekte aufgrund von Nachbesserungsarbeiten verschieben. Es wird möglicherweise zu einer höheren Fluktuation kommen, das heißt zu vermehrten Kündigungen. Stichwort Crunch, also Überstunden der Mitarbeiter. Es wurde ja auch schon mehr oder weniger geleakt, dass es Missmut gibt der Angestellten, insbesondere der Entwickler gegenüber dem Management. All das liegt ja aber eigentlich schon auf der Hand und wisst ihr bereits, mir ging es jetzt in erster Linie hier um die Zockeraktie. Und wie es sein kann, dass Mr. Market die Aktie nochmal nach unten schickt, obwohl das Ganze betriebswirtschaftlich erfolgreich ist. Was ich auch noch kurz sagen möchte, ist, dass Zockeraktien viel schwerer zu beurteilen sind, fundamental zu bewerten sind, als Aktien, die eine stabile, relativ zuverlässige Entwicklung vorweisen von Umsätzen, Gewinnen und so weiter. Beispielsweise könnte man ja versucht sein, hier bei der Entwicklung vom Umsatz, oder ich zeige es dir mal hier, mit Durchschnittswerten zu arbeiten. Man könnte es jetzt zum Beispiel sagen, oder hier von den Margen, ja, die Margen sind hoch, nimmst du jetzt mal durchschnittlich Durchschnittswerte, sagst du dann, okay, die durchschnittliche Marge liegt dann halt bei so und so viel Prozent. Aber wenn du die Durchschnittswerte nimmst, dann bügelst du die ganzen Besonderheiten hier glatt und damit übersiehst du dann die wesentlichen Entwicklungen, verstehst nicht die Aktie, wie sie wirklich ist. Oder was sagt ein KGV von 116 oder was weiß ich, von deutlich über 100 in einem Jahr und im nächsten Jahr ist es nur noch 16. Also müsste hier unten irgendwo sein. Also hier haben wir KGV ist hier von 126 auf die letzten 4 Quartale bezogen von 100 und dann im Lauf nächsten Geschäftsjahr dann, nein, das ist sogar schon das laufende Geschäftsjahr, das waren die letzten 4 Quartale, das laufende Geschäftsjahr nur noch von 16, ja. Also was sagt uns das? Wie müssen wir dann das KGV interpretieren? Wenn das dermaßen stark schwankt, das heißt, oder der Piotrowski-Score, den habe ich hier auch analysiert, guckt, was er denn überhaupt taugt. Hier ist der Piotrowski-Score von Guru Focus und ihr seht, der lag vor kurzem bei 8. Ein paar Quartale vorher, das sind quartalsweise Sicht hier, lag der aber bei 4. Und geht mal hier 2, 3 Jahre zurück, da lag er bei 9. Was heißt denn das jetzt? Diese Launenhaftigkeit der Kennzahlen, die spiegelt im Prinzip die Unzuverlässigkeit des Geschäftsmodells, wenn man so will, oder das Risiko des Geschäftsmodells wider. Also im Prinzip genau das, was ihr hier seht, wenn ihr seht, wie die Gewinne extrem explodieren, dann wieder zurückgehen und dann explodieren sie wieder und dann gehen sie wieder zurück. Das macht eben die Fundamentalanalyse sehr schwer. Und ich behaupte mal, dass viele Anfänger damit überfordert sind. Und die sind dann absolut abhängig von dem, was Finanzinfluencer euch erzählen. Und wenn sie euch nicht die ganze Wahrheit erzählen, wenn sie zum Beispiel sagen, hey, CD Projekt oder Cyberpunk 2077 hat sich 13 Millionen Mal verkauft, alles ist super. Das Unternehmen macht Gewinn, dann könnt ihr halt nicht verstehen auf Grundlage von diesen Informationen, wie es sein kann, dass der Aktienkurs nicht in die Höhe schießt, sondern dass er eben nochmal wegsackt. Und wenn ich jetzt mal gucke, was ich hier für Zuschauer habe, jetzt muss ich mal hier gehen, dann sehe ich halt, dass ihr meistens jünger seid. Das ist eine Auswertung von YouTube Analytics und da sehe ich, die meisten von euch sind zwischen 25 und 34 Jahre, verdienen jetzt vielleicht ihr erstes Geld und investieren das in Aktien. Und wenn es dann jetzt eine CD-Projekt-Aktie beispielsweise ist, weil jetzt euch irgendein Finanz-YouTuber erzählt hat, wie gut das ist, und dann seid ihr hier irgendwo eingestiegen,
habt jetzt vielleicht 1000 Euro investiert und davon sind jetzt nach wenigen Tagen dann vielleicht noch 700 oder sogar nur 600 Euro übrig, dann ist es nicht unbedingt eine Werbung oder Werbung für die Aktie als langfristiges Investment. Was schade wäre, denn wie Allianzchef Oliver Bethe sagt, die Sparer werden betrogen. Das heißt, wir haben die Nullzinspolitik, der Nullzins wird nicht weggehen und Aktien sind tatsächlich eine Anlageform, um der schleichenden Geldentwertung zu entgehen. Aber nicht unbedingt, indem man dann hier an der Börse zockt, sondern indem man in vermutliche Langeweile investiert. Und das finde ich einfach schade und ich denke eben nicht, dass Zockeraktien für das junge Volk geeignet sind, sondern eher solidere Investments, wofür der Aktienfinder steht, wofür ich persönlich auch stehe. Dass man Aktien wie CD Projekt tatsächlich noch analysieren kann im Aktienfinder, das spricht ja für den Aktienfinder. Aber wie gesagt, es ist halt schwerer und lest einfach mal hier die Analyse, die ich da geschrieben habe. Da habe ich ja die Aktie dann im Detail analysiert, wie man die Kennzahlen dann noch beurteilen kann. Habe auch noch mal ein Video dazu gedreht und ich denke, dann wird noch mal einiges klarer. Gut, bleibt mir am Schluss noch zu sagen, also wenn ihr investiert seid, ich wünsche euch viel Erfolg. Der Aktienkurs kann auch wieder nach oben gehen. Nicht ausgeschlossen, aber das Ganze ist halt ein Zock. Dann frohe Weihnachten an euch alle, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao!